Im Süden haben sich Tord und Björn zusammengetan, um einen mit 22 Tonnen Stahl beladenen Sattelzug zu retten. Doch er bewegt sich nicht. Da tut sich nichts. Und ich frage mich noch, was ist da bloß so schwer? Warte, Björn! Was? Halt! Tords Seil hat nicht genug Zug. Björn hatte recht. Tord muss die Zugkraft verdoppeln. Ich bringe doch noch ein Seil an. Jetzt versuchen wir es doch mit zwei Seilen. Vielleicht hilft das ja. Tord verbindet ein zweites Seil mit dem Anhänger. Jetzt wird's hoffentlich was. Zweiter Versuch. Was ist das Problem? Die Handbremse? Ich versteh's nicht. Dann sehe ich, dass sich das Seil nicht bewegt, weil es ein Problem mit der Fernbedienung gibt. Also mache ich sie einmal aus und wieder an. Jetzt! Und auf einmal ist alles in Ordnung und die Zugkraft ist wieder da. Es war ein Problem mit der Fernbedienung. Nachdem sie erst mit ihrer Ausrüstung kämpfen mussten, kämpfen sie nun mit dem Wetter. Sturm Gida wird stärker. Schnee weht über die Unfallstelle. Das große Problem sind Steine und Gegenstände unter dem Sattelzug. Da muss man echt aufpassen. Statt die Seilwinde nur ziehen zu lassen, muss man auch genau hinhören und darauf achten, ob das Seil reibungslos läuft. Ja! Wir müssen vorsichtig ziehen und aufpassen, dass nichts den LKW beschädigt. Zum ersten Mal bewegt sich der Sattelzug mit seiner 22-Tonnen-Fracht. Aber nicht sehr weit. Der Kotflügel drückt auf den Reifen. Stimmt. Mist. Ein Kotflügel hat sich gelöst und klemmt den Reifen ein. Hör auf zu ziehen, Björn. Was für ein Mist. So ein Mist. Das ist wieder typisch. Und wenn wir das Seil hier anbringen, dann reißen wir hoffentlich nicht den ganzen Kotflügel runter. Tord bringt den Zughaken am Rad mit dem kaputten Kotflügel an. Er ändert den Winkel so, dass das Seil nicht auf den Kotflügel drückt. Bist du bereit? Ja. Zusammen mit der Stahlfracht wiegt der Sattelzug über 32 Tonnen. Um ihn zu bewegen, braucht es eine Menge Power. Aber das Team muss vorsichtig bleiben. Der Sattelzug kann umkippen, weil er so schwer beladen ist. Man muss ihn sehr sachte ziehen und genau kontrollieren, was man tut. Dafür müssen wir zusammenarbeiten. Ich geh's mal ganz entspannt an. Gut. Die zwei Abschlepper gehen es langsam an. Zentimeter um Zentimeter bewegt sich der Sattelzug zurück. Zieh nicht zu sehr. Nimm nur das obere Seil. Sonst knallt der Anhänger am Ende noch an deinen Abschleppwagen. Halt dich einfach an meine Anweisung. Auch der Fahrer muss seinen Job machen. Das Team sagt ihm, was er tun soll. Schlag nicht zu sehr ein. Nicht so viel. Nicht zu sehr. Schlägt er zu sehr ein, kann der LKW weiterhin umkippen. Zieh noch ein bisschen. Er ist gleich oben. Das läuft gut, Björn. Noch einmal ziehen. Die Stahlträger drücken gegen die Sicherungsketten, doch sie halten. Der Sattelzug ist schon fast auf der Straße. Ich glaube, das reicht.